Anfang Juni, der Mai ist vorbei und das bedeutet, dass ich ein neues Monatsfavoritenvideo für euch habe. Ich versuche es ja so zu machen, dass ich immer pro Monat ein neues Favoritenvideo hochlade, wo so alle möglichen Favoriten aus dem letzten Monat zusammengefasst sind. Das schaffe ich nicht immer, weil es manchmal einfach keine neuen Favoriten gibt, die ich euch zeigen kann. Aber diesmal gibt es welche, deswegen ein neues Monatsfavoritenvideo und ich würde sagen, wir fangen auch sofort an. Die Frizzies Wunderkur von John Frieda, ein Produkt, was ich glaube vor einem Jahr mal sehr lange benutzt habe und jetzt irgendwie in den letzten Monaten nicht mehr. Und deswegen dachte ich mir so, die hat mir so gut gefallen, warum probiere ich die einfach nicht nochmal? Und das habe ich jetzt gemacht und ich liebe sie immer noch genauso wie vor einem Jahr. Also das Produkt ist super, das riecht wunderbar, das macht eure Haare ganz geschmeidig, vor allem in den Spitzen. Das ist einfach super, falls ihr da so ein bisschen Frizz- und Spliss-Probleme habt. Also wer auf der Suche nach so einer Anti-Frizz-, Anti-Spliss-Maske ist, dann probiert die mal aus. Ich fand die ganz gut, kostet glaube ich so um die 5 Euro, gibt's bei DM. Und weil mir die Haarmaske so gut gefallen hat, habe ich aus derselben Reihe mal so ein Serum ausprobiert und es war überraschenderweise richtig gut. Erinnert mich total an dieses Serum, was es auch von Paul Mitchell gibt, was so unfassbar teuer ist, wo man irgendwie 30 Euro für so eine Menge hier bezahlt. Das ist da schon ein bisschen besser mit, glaube ich, 7 Euro oder so. Also immer noch teuer für ein Haarserum, aber soll's. Was macht man nicht alles für seine Haare? Oh, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat mir das auch sehr geholfen. Ich habe es auch wieder in den Spitzen benutzt, weil das eigentlich immer so die Partie ist, wo meine Haare total kriselig sind. Aber das hier kann man auch gut in den Längen benutzen, wenn man einfach so diese abstehenden Haare weghaben möchte, die einen manchmal nerven, was dann kenne ich ja auch. Und es hat mir daran richtig gut gefallen. Ich werde sie vielleicht nachkaufen, vielleicht finde ich aber auch noch was Besseres. Mal schauen, man weiß ja nie. Auf jeden Fall an sich ein richtig gutes Produkt. Ich bin eigentlich viel zu faul für Masken und Conditioner, deswegen benutze ich auch irgendwie nur einmal in der Woche eine Maske. Und Conditioner benutze ich nie in der Dusche, sondern ich benutze einen Leave-In-Conditioner. Das ist einer von Paul Mitchell Original, das nennt sich The Conditioner. Und den kann man eben in den Haaren drin lassen, kann man nach dem Duschen ins feuchte Haar einmassieren, auch so wieder in die Spitzen, da wo man eben auch seine Spülung normalerweise reintun würde. Und dann lässt man es eben drin. Und ich finde das einfach leichter, weil man es nicht auswaschen muss. Man hat diesen Stress nicht, dass man 2 Minuten in der Dusche steht und wartet. Was ich immer, ja, bei mir, ich bin einfach ungeduscht, deswegen habe ich keine Lust darauf. Das ist eben blau, also so ein blaues Zeug. Und ich finde das eigentlich richtig gut, weil ich dadurch viel mehr Zeit spare. Und das mag ich daran richtig gerne. Deswegen war es auf jeden Fall ein Favorit, weil ich bestimmt 5 Minuten schneller im Bad war, als ich diesen Leave-In-Conditioner benutzt habe und nicht in der Dusche auf meine Spülung warten musste, bis sie endlich mal eingewirkt ist. Von L'Oréal Paris, die Mega Volume Miss Manga Mascara, habe ich in diesem Monat sehr oft getragen, eigentlich sogar fast täglich. Und ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil ich nicht wusste, was an dieser Bürste bitte so besonders sein soll, außer dass man die so bewegen kann. Ja, keine Ahnung. Bringt mir jetzt auch beim Auftrag irgendwie nichts, also dieses komische Kugelige, das ist echt voll unnötig. Aber die macht mega schöne Wimpern, weil die nämlich schön trennen, die werden voluminös, die sehen länger aus. Und man bekommt sie auch gut mit Abschminkeprodukten ab, was bei manchen Wimperntuschen echt schwer sein kann. Vor allem, wenn sie wasserfest sind, was jetzt bei der nicht der Fall ist. Es gibt aber auch eine wasserfeste Variante, falls euch das interessiert. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass die so ein bisschen bröselt. Also ich habe manchmal so kleine schwarze Krümelchen hier auf meiner Wange liegen, weil die da so ein bisschen abfallen, wenn die Wimpern dann trocken werden. Also das ist noch so eine Sache, die gefällt mir nicht ganz so gut. Ich werde auf jeden Fall mal die wasserfeste Variante ausprobieren und schauen, ob das da nicht so ist. Weil das manchmal nämlich ist, dass die wasserfesten dann besser halten und dann auch nicht bröseln. Da muss ich mal schauen, da bin ich sehr interessiert. Meiner Meinung nach trotzdem eine der besten Mascaras, die es in der Drogerie so gibt. Ein Nagellack von OPI in der Farbe Tickle My Friends. Und den mag ich so gerne, weil der perfekt für meine Hände oder für meine Nägel ist. Weil der einfach in derselben Farbe ist wie mein Nagelbett und wie meine Hand. Und das ist irgendwie der perfekte Nude-Nagellack für mich. Habe ich entdeckt, als ich mal auf einem Austausch war. Und deswegen weiß ich nicht, ob es den hier gibt, weil das eben im Ausland war. Und ich habe keine Ahnung, wie gesagt, die Farbe Tickle My Friends, ich habe keine Ahnung, ob es den irgendwie hier erhältlich gibt oder ob es ähnliche Farben gibt bei OPI, die einfach nur so ähnlich aussehen und einen anderen Namen haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich den perfekt für ja, meine Hand, einen Nude-Nagellack braucht man und das ist für mich der perfekte und ich mag den total gerne. Vor allem im Frühling liebe ich frische Düfte und für mich gibt es einfach nichts Besseres als Daisy von Marc Jacobs. Ein Parfüm, was ich so, so gerne mag.
Das riecht unfassbar frisch, blumig und einfach so, als würde man in so einem Blumengarten stehen, so in frischer Luft. Und oh, das riecht einfach so toll und das ist einfach so mit meinem Signature Scent, den ich immer trage und den ich liebe. Das macht mir einfach gute Laune und deswegen mache ich das so gern. Von Jo Malone, Peony and Blush Suede, den mag ich so gerne, weil das so ein bisschen weiblicher riecht. Also es ist ein Duft, der, den können junge Menschen tragen und den können aber auch reifere Frauen sehr gut tragen, weil der ein bisschen herber ist. Der ist so ein bisschen stärker, kräftiger als ein sehr frischer Duft, wie zum Beispiel jetzt der von Marc Jacobs. Und ich finde die Jo Malone Düfte sowieso sehr, sehr gut, weil die einfach so einzigartig sind. Ich kenne keinen Duft, der hiermit vergleichbar ist. Und das ist bei allen anderen Düften, die ich davon kenne, auch so. Also das ist wirklich, finde ich, mal eine schöne Parfümmarke, wo man auch mal nicht dieses süße Penetrante bekommt, was man überall bekommt, sondern das ist einfach mal so was ganz anderes und das liebe ich so an denen. Vor allem Peony and Blush Suede ist meiner Meinung nach eine der besten Duftrichtungen, die die da haben. Kennt ihr bestimmt von Victoria's Secret ein Body Spray. Das ist jetzt hier in der Duftrichtung Love Spell. Habe ich auch schon so viel von benutzt. Und das ist Cherry Blossom and Peach. Und ich finde, das ist jetzt eher so eine blumige, fruchtige Variante. Also etwas Fruchtiges gehört für mich auch in den Frühling. Und deswegen wahrscheinlich auch dieser Duft, dass ich den so gerne mag. Vor allem, weil es die Jahreszeit, es wird wieder wärmer draußen. Und ich finde, dieser Duft, der riecht so gut. Das ist einfach so, oh, das ist so ein Body Spray. Da kann man so, kann man drin baden. Ich habe den auch als Body Lotion. Und da ist der echt auch super. Ich liebe den. Das müssten eigentlich alle Sachen sein, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche Sachen kennt, die mir vielleicht gefallen könnten. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mehr Favoritenvideos haben wollt. Ich könnte mal gucken, dass ich ein Drogerie-Favoritenvideo machen soll. Also wenn ihr das möchtet, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kann sich hier gerne mein letztes Video anschauen. Das ist ein Top 5 Foundations Video. Da habe ich euch meine Lieblingsfoundations gezeigt, sowohl aus der Drogerie als auch High-End. Und das ist eine neue Videoserie und deswegen würde es mich wirklich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und so ein bisschen Feedback da lässt. Und jo, ansonsten habe ich hier unten Twitter und Instagram wie immer stehen. Das ist mein Name für beide Accounts derselbe. Und genau, bis zum nächsten Mal. Bye!